Hab ich schon gesagt, dass die Kulz da extrem stark ist. Hallo und herzlich willkommen zu Warframe auf der PlayStation 4. Und ich habe mir gedacht, wir machen jetzt mal eine schöne Syndikat-Mission. Das heißt, eine Mission von den Fraktionen, die es hier gibt. Und zwar habe ich mir gedacht, machen wir hier mobile Verteidigung Stufe 20 bis 25. Und ja, gut. Er hat jetzt im Moment keine Gruppe gefunden. Das heißt, ich starte auf jeden Fall jetzt erstmal alleine. Aber es sollte nicht stören. So. Wollen wir mal schauen. Wie gesagt, mobile Verteidigung. Das heißt, man nimmt so einen Koffer mit und muss Datenstationen nach und nach zu unterschiedlichen Datenstationen und die verteidigen. Schneller Tod. Töte 3 Gegner innerhalb von 10 Sekunden. Eine kleine Zusatzaufgabe. Das sollte ich vorhin kriegen. So. Wo es da lang war. So. Den Beitritt habe ich, den Spielbeitritt habe ich auf öffentlich. Aber ich habe die Mitspielernamen aus. Beziehungsweise, ja, die Spielerliste habe ich aus. Das heißt, ich werde gar nicht unbedingt sehen, wenn hier jemand reinkommt. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht demnächst immer wieder einschalte. Ich muss mal gucken, wie ich das machen möchte. Guck mal, hier ist nämlich nicht die erste Datenstation. Das habe ich mir so gedacht, dass es hier schon ist. So. Im Übrigen, die Waffe, die ich hier gerade trage, das ist die Kultstar. Das ist so ein kleiner Raketenwerfer. Sehr stark, das Ding. So. Jetzt muss ich, wie gesagt, hier die Startstation hier verteidigen. Von wo kommen die denn? Von da kommen die. So. Ich habe hier die Boltor. Die ist nicht so mega stark, muss ich sagen. Ah, aber okay. Es geht, es geht. Die ist auch noch nicht wirklich groß stark gemacht. Also so viele Mods habe ich da auch noch nicht drin. Ich sollte vielleicht auch jetzt nicht ganz so weit weg, sag ich mal, von der Datenstation weggehen. Ich glaube, ich muss die doch schon ein bisschen mal verteidigen hier. Seht ihr? Boah, der hält aber schon eine ganze Menge aus hier. Ich mach mal Eisenhaut. So. Mein Kupro habe ich auch wieder dabei. Und 45 Sekunden noch. Dann kann ich weitergehen. So. Sehr schön. So, dich mache ich noch weg. So. Im Übrigen will ich jetzt mal schauen. Zack. Zack. Wie das hier läuft. Das läuft aber, glaube ich, im Moment ganz gut. Auch wenn ich alleine das mache jetzt gerade. Aber das sollte jetzt nicht so das Mega-Problem sein. Ja, man sieht halt, dass die Waffe nicht so megamäßig sonderlich stark ist. Leider. Weil ich finde die eigentlich echt cool. Oh, der ersten Datenstation sind wir jetzt durch. Das heißt, ich kann weitergehen zur nächsten. So, zack. Die Kultstar ist halt echt cool. Das Blöde ist halt nur, die hat immer nur 3 Schuss. Das ist ein bisschen blöd. Da bringt das auch nicht viel, irgendwie eine Mod für Magazingröße reinzupacken, weil kann man mit Ach und Krach könnte man vielleicht auf 4 kommen, wenn man das wirklich voll aufmotzt, die Mod. Und das bringt ja nun nicht viel. So. Zack, zack, zack. Ich kann auch gleich mal meine Ulti einfach mal zünden. Einfach, weil ich es kann. Zack.
Hab ich schon gesagt, dass die Kulz da extrem stark ist? Hab ich das schon mal gesagt? So. Hä? So, jetzt. Nein. Hä? Ich... Genau. Das wollte ich machen. Aber jetzt habe ich echt die Schnauze voll hier. Mach hier erstmal... Wo waren welche? Und waren welche, wa? Oh, da ist ein Ayatan-Schatz. Ayatan-Stern. Da gehe ich gleich hin. Muss jetzt hier erstmal... die Gegner hier jetzt erstmal ausschalten hier. So. So. So, 1:10 noch. So, rund. So. Ist da was drin? Nein, da ist nichts drin. Hätte ja sein können. So. Was ist das denn hier? Hallo? Ja, okay. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Ja. War meine Eisenhaut schon aufgebraucht, oder was? Verstehe ich gar nicht. Ich hätte auch Eisenhaut eigentlich an. War die echt schon aufgebraucht? Das kommt davon, wenn man nicht darauf achtet. Dann... wird es eklig. So, da hinten ist noch einer. Meine Güte. Jaha, ich hab's verstanden. So, ich mach mal Eisenhaut mal wieder an. Das ist mir dann doch ein bisschen sicherer. So. Achso, ja. Dings habe ich noch nicht. Na komm. Du lauf doch nicht weg. Hast du Angst oder was? So. Oh, ich bin fertig. Das heißt, es kann weitergehen. Sag mal, nervst. So. Ich nehme meinen Koffer und dann geht das weiter. Würde ich sagen. Da ist noch der Schatz. Den will ich jetzt auf dem Weg noch schnell mal mitnehmen. Habe ich meinen Koffer jetzt trotzdem noch dabei? Ja, habe ich. So. Weiter geht's. Aber was ist denn das hier? Warum habe ich denn... Okay. Merke, auf Eisenhaut muss ich irgendwie aufpassen. Gegner, die sind irgendwie doch stärker als gedacht. Ja, die Gegner sind... Ja, die Gegner sind doch stärker als gedacht, wollte ich sagen. Und ich sollte die anscheinend nicht unterschätzen. Ich glaube, ich unterschätze die Gegner gerade so ein bisschen. 80% habe ich jetzt nämlich noch. Ich war ja eben so schlau und musste unbedingt... Warte mal, ich nehme mal die andere Waffe. Ich nehme die Kulster. Muss ich natürlich... Was ist das denn? Jetzt habe ich hier schon wieder keine Eisenhaut mehr. Leute. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Nein, ich habe nicht genug Energie. Meine Ulti. Schade. Zack. Oh ja, lad erstmal nach. Nein, nicht da oben. Hinschießen. So. Zack. So. So, noch jemand ohne Fahrschein? Da oben. Schön. 50 Sekunden noch. Ja, das schaffe ich jetzt aber. Pass jetzt ein bisschen auf und dann geht das schon. Muss drauf aufpassen, meine Eisenhaut ist gleich wieder weg. Na, du gehst da mal schön weg da. Das kann ja wohl nicht angehen hier. So. Dich noch. Das Schöne ist, der Raketenwerfer hat so einen Explosionsradius. Da reicht das auch, wenn man in die Nähe der Gegner schießt. Natürlich, umso stärker die Gegner sind. Also wenn die Gegner stark sind, dann muss man natürlich dann doch mal ein bisschen zielen. Aber, hallo?
Achso, ich habe wieder nichts. Okay, gut. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt kommt mein Ulti. So. Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt kann ich ins Ziel gehen. Ich sammle noch ein bisschen was auf. Mal sehen, ob hier noch irgendwo etwas Schönes ist. So. Ja. Würde ich aber mal sagen, mache ich mich mal langsam schon mal auf ins Ziel. Zack, zack. Noch ein paar Gegner mitnehmen auf dem Weg. So, ich lade mal kurz mal Puls danach. So, jetzt müsste ich zurück. Sag mal. So. Wollen wir mal schauen. Hier müssen wir lang. Nehmen wir noch ein paar Gegner hier mit. So. Zack. So. Ich müsste hier raus, ne? Ja, genau. Und dann immer der Nase nach. Ja. Und fertig. Sehr schön. Mal sehen. Oh ja, das hat sich gelohnt. So, dann wollen wir gleich nochmal schauen, was ich an Beute bekommen habe. So, schaue ich mal. Ja, okay. Credits, nicht viele. 3 Detonit-Ampullen. Schaltkreise, Ayatan-Stern. Genau, einen haben wir. Und Navigationskoordinaten. So, und an dieser Stelle würde ich den Part einmal beenden wollen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr dürft auch gerne einen Kommentar reinschreiben, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Warframe, hoffentlich wieder. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.